Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir fahren heute in den Urlaub und ich wurde ja, oder ich habe euch gefragt, ob ihr wollt, dass ich euch ein bisschen mitnehme. Und das mache ich natürlich, wenn ihr das wollt. Und dementsprechend nehme ich euch jetzt mit. Wir fahren heute los, wie gesagt, also Tag der Abreise sozusagen. Und ich bin gerade im Babyzimmer, wie ihr unschwer erkennen könnt, und packe jetzt die letzten Sachen ein. Denn ich wollte zum Beispiel noch unseren Fußsack mitnehmen. Diesen hier. Obwohl ich glaube, ich habe einen im Kinderwagen. Ich glaube, der reicht. Ja, der reicht. Da brauchen wir den großen nicht mitnehmen. Genau, weil jetzt sind noch die letzten Sachen, die wir machen müssen. Wir müssen gleich noch kurz neue Reifen für unseren Wohnwagen holen. Für alle, die es nicht wissen, wir fahren mit dem Wohnwagen in den Urlaub. Und genau, wir sind leidenschaftliche Camper. Wir lieben das einfach. Das ist so schön, am Meer direkt zu wohnen und nicht in einem Hotel, sondern halt in dem eigenen Wohnwagen. Und da packen wir jetzt, wie gesagt, schon die Sachen. Ich habe schon den Koffer ja, so grob geparkt. Jetzt kommen wir noch meine Kulturtasche, also meine Waschsachen etc. Das muss ich noch alles einpacken. Da wollte ich jetzt gleich ins Bad gehen, kurz. Dann war ich gestern noch kurz einkaufen für die Kleine, ein paar Windeln und so gekauft. Da wollte ich aber noch die Wickeltasche auffüllen für die Fahrt und halt für die ersten paar Stunden. Denn wir können dort vor Ort auch einkaufen gehen. Das ist auch ziemlich praktisch, weil es halt eben in Deutschland ist. Und genau, deswegen braucht man da nicht tonnenweise Windeln mitnehmen oder so. Aber was mir heute Morgen noch eingefallen ist, ich habe noch gar kein Fieberthermometer, Fieberzäpfchen, Nasentropfen. Das nehme ich alles noch mit für die Kleine. Falls irgendwas sein sollte, muss man ja überall dran denken. Genau, und jetzt hier am Babywickeltisch schaue ich nochmal, ob wir irgendwas brauchen. Aber ich denke, braucht man nichts mehr. Das kann alles hier so bleiben. Ich gucke jetzt aber noch überall einmal durch, ob ich noch irgendwas finde, was man irgendwie braucht, damit wir gar nichts vergessen oder halt alles da haben. Genau, aber das hier brauchen wir nichts mehr. An Pflegeprodukten und so braucht die Kleine hier eigentlich gar nichts. Und dementsprechend, ja, brauchen wir das gar nicht mitnehmen. Klamotten haben wir auch genug. Ja, Windelzeug und so. Ich nehme noch ein paar Flaschen mit, aber die sind unten in der Küche, die ich immer benutze. Weil, falls sie mal die Brust nicht nimmt, nehme ich auch Flaschennahrung mit, weil wir haben, der ist schon öfters abends zum Beispiel, abends ganz oft, dass sie am Tag sehr, sehr viel trinkt an der Brust und dann ist abends die Brust leer. Und dann haben wir ein Geschrei natürlich, weil sie Hunger hat. Und dementsprechend habe ich immer gerne Pränahrung dabei und hier zu Hause habe ich auch mal was da und genau. Wir haben ihr zwar noch nie was gegeben, aber da haben es immer besser, ne? So, ich nehme jetzt noch ein paar Wickelunterlagen mit, aber die habe ich auch unten. Die brauche ich hier jetzt nicht nehmen. Genau, für im Wohnwagen wickeln und so, dass wir das immer dabei haben. So, dann schaue ich nämlich in die letzte Schublade. Aber ich denke, wir haben einfach alles, was wir brauchen. Spielzeug habe ich auch unten alles. Ich nehme jetzt hier diese Tasche mit. Tue ich jetzt alle ihre Medikamente rein. Das ist so eine kleine Kulturtasche. Da kann ich ja mehrere ganzen Sachen reintun. Nasentropfen etc. Genau. Und dann packe ich jetzt die Sachen schnell ein, dann packe ich noch meine Kultursachen ein und dann geht schon los, was? Ich habe das hier schon mal rausgelegt. Das hier sind ihre Nasentropfen, die sie vom Kinderarzt bekommen hat. Fieberthermometer, Nagelschere und ihr Zahnungsgel. Das ist meine Zahnspange und meine Nivea-Creme. Aber das ist jetzt so für die Kleine. Und in der Wickeltasche haben wir noch die Fieberzäpfchen. Die packe ich aber auch gleich hier rein, dass wir hier alles parat haben. Und ihre Wattestäbchen für die Ohren und sag schnell, ihre Babycreme packe ich auch noch hier rein. Die habe ich aber hier oben schon im Koffer drin. Aber das packe ich hier gleich noch alles rein, damit wir alles parat haben. Genau, hier eben die Wattestäbchen und hier diese Babycreme haben wir immer. Das habe ich euch aber auch alles schon in dem Video gezeigt zum Koffer. Und was ich jetzt noch mitnehme, ist ihre Bäuchleinsalbe. Und hier meine Stilleinlagen, die ich hier im Koffer drin habe, packe ich auch mal hier in die Tasche. Genauso wie ihre ganzen Waschlappen. Genau, dass wir das hier alles wirklich parat haben und da nicht lange suchen müssen, sage ich mal, sondern dass alles eben direkt hier drin ist. Wie gesagt, da kommen jetzt noch ihre. Das kann ja auch bei mir rein, ne? Ist ja für mich eher. Ihre Fieberzäpfchen kommen hier noch rein. Und dann haben wir das auch schon fertig. Ja, und dann muss ich noch einpacken die Federwiege. Die nehmen wir mit, die Trage zum Tragen. Unseren Ringsling nehmen wir auch mit. Fürs Watt, mit der Watt wandern gehen. Und ich habe jetzt gerade noch ein paar mehr Spucktücher eingepackt. Dieses hier kann in die Wäsche, das ist nicht so vollgespuckt.
Wäsche muss ich auch noch runterbringen. Ich habe nämlich gestern das Bett hier einmal komplett neu bezogen vom Urlaub. Ich finde immer, vom Urlaub muss einmal alles ordentlich sein, damit man, wenn man wiederkommt, nichts mehr machen muss. Genau. Ja, und sonst, wie gesagt, noch meine Sachen gut einpacken. Und dann haben wir das auch hoffentlich. Kinderwagen muss ich auch noch fertig machen, stimmt. Kinderwagen. Ja, muss ich mir nur überlegen, welchen ich mitnehme. Den Jules oder den Mai Junior. Mal schauen. So, jetzt habe ich noch hier ihr Vitamin D. So, und dann ist das auch fertig. Kann das hier alles rein. Hier, wie gesagt, nur ein paar Spucktücher eingepackt. Und dann. Was ist das eigentlich auch? Die Decke hier nehmen wir auch noch mit. Ach so, und den Beißring habe ich auch noch dabei. Genau, die Decke hier nehmen wir auch noch mit. Ja, dann habe ich hier meine Kamera-Akkus. Habe ich alle geladen. Ganz viel Klamotten von mir, meine Zahnspange, meine Creme. Und dann fehlen nur noch meine Kultursachen. So, wir waren jetzt gestern noch ein bisschen einkaufen. Die Sachen wollte ich noch kurz einsortieren. Das nehme ich nämlich alles nicht mit in den Urlaub. Das kaufe ich alles vor Ort da. Das ist, glaube ich, einfach am einfachsten. So. Feuchtücher. So, das packe ich auch nachher alles erst aus. Also hier seht ihr, ne, schon fast leer. Das muss ich alles nach dem Urlaub einmal einsortieren. Und genau. Das heißt, das haben wir alles. Flaschen habe ich gerade eingepackt. Ja, und sonst brauchen wir hier eigentlich nichts mehr. Ne, gut. Hier brauchen wir auch nichts. Spucktücher habe ich auch hoffentlich genug. Die kleine Mutter schläft übrigens. Und das, was sie hört, ist hier unser Schaf. Das ist der Ewan, der hängt hier. Den zeige ich mal genauer. Der macht auf jeden Fall diese Geräusche und das findet sie mega geil. Ja, der ist hier, der kommt natürlich auch mit. Ich habe den Koffer schon mal runtergetragen. Hier ist Babys Ecke. Ich habe jetzt hier noch ein paar Windeln eingepackt. Genau, falls wir es heute Abend nicht schaffen, noch einzukaufen, dass wir es morgen auf jeden Fall dann machen. Aber dann reicht das auf jeden Fall für die Nacht und so. Genau, ich habe hier noch ein bisschen aussortiert und so. Und hier habe ich jetzt noch in der Tasche die Trage. Also die Trage, das Ringsling. Hier ist meine Kamera eingerollt drin. Und da unten habe ich noch die eine Decke drin. Genau. Ja, der Kinderwagen kommt mit. Machen wir aber noch die Adapter ab. Okay, auch mal hier mit rein. Regenverdeck, natürlich auch ganz wichtig. So. Ja, haben wir das schon mal. Hier habe ich meine Liste, was wir noch alles mitnehmen müssen. Also Federwiege zum Beispiel, Deckenkissen, Ladekabel. Und ich hake hier die ganze Zeit ab. Die Tasche ist auch schon fertig, habe ich schon gepackt. Und ganz wichtig, U-Heft und Versichertenkarte und so, falls irgendwas sein sollte. Soll ich auf jeden Fall auch dabei haben. Ja, dann ist das nämlich auch schon fertig. Reisen mit Baby, ne? Wir haben so schönes Wetter. Ich hoffe, das bleibt so. Heute Nachmittag soll es aber leider regnen. Ne? Mal gucken. Aber jetzt ist noch echt total schönes Wetter. So, was ich jetzt gerade noch gesehen habe. Die Nasensauger. Vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt, den auch noch mitzunehmen, falls ihr wirklich irgendwie Schnupfen kriegt oder so. Nehmen wir nochmal mit. Eingepackt. Ja. Und jetzt, glaube ich, fehlt gar nicht mehr viel, was wir noch brauchen. Hier stehen übrigens die anderen Sachen alle. Meine Schwester. Hier ist noch meine Drohne drin. Und ja. Hundekorb, alles sind auf jeden Fall startklar. Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Ich sitze gerade in meinem Auto. Wir sind gestern Abend um, ich glaube, halb zwölf so hier angekommen auf dem Campingplatz. Und ja, wir waren relativ gerädert. Ne? Die Fahrt natürlich abends 2 Stunden, 2,5 Stunden sogar. Also es war echt schon richtig, richtig krass. Deswegen habe ich mich auch einfach nicht gemeldet. Und jetzt wollte ich mein Auto gerade... Hier, das steht hier gerade so mal auf dem Parkplatz. Wollte ich kurz auf dem Campingplatz fahren, weil da einige Sachen drin sind, die ich ja noch brauche. Zum Beispiel Laptop und so. Und die Kamera auch. Die war auch hier drin. Ja, die erste Nacht war ganz okay. Die Kleine ist relativ oft wach geworden. Ich schätze mal so 5-6 Mal, was eigentlich total ungewöhnlich ist. Aber sie hat... Er soll im Fußraum bleiben. Du machst meine neuen Sitze dreckig, die Kelle. Er hat nämlich nasse Füße, weil es hat gerade geregnet, wie ihr hier seht. Genau, Wetter ist also nicht so gut hier heute.
Aber wir schauen mal. So, also ich wollte jetzt kurz mit dem Auto rauffahren. Und dann sehen wir weiter, was heute noch passiert. Meine Schwester war gerade hier schon am Wasser. Das ist nämlich direkt hier, ja, 100 Meter, direkt am Wasser. Und war mit den Hunden Gassi. Wir haben es nämlich erst, oh, ich glaube, 7:30 oder sowas. Wir sind echt total die Frühaufsteher, aber der Hund musste raus. Er hat Bescheid gegeben und die Kleine wurde auch dann irgendwann wach. Also sie hätte noch weiter geschlafen, aber durch den Hund wurden wir alle wach. Ne? Du musst jetzt Gassi. Ja, und jetzt, wie gesagt, fahre ich mein Auto kurz rauf. Dann kommt meine große Schwester gleich mit frischen Brötchen. Die möchte heute auch eine Nacht bei uns schlafen hier. Muss aber morgen leider wieder arbeiten. Die ist Krankenschwesterin und... Krankenschwester. Und dementsprechend ja, gibt es da viel zu tun im Schichtdienst und so. Und er geht schon wieder auf meinen Sitz. Nein. Genau. Und deswegen muss sie leider arbeiten. Aber eine Nacht bleibt sie bei uns. Das freut uns natürlich auch. Und die kommt dann, wie gesagt, gleich mit frischen Brötchen. Und ich ja, hoffe, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Wir werden hier gleich noch ein paar andere Campingplätze abklappern, weil das nicht der Campingplatz ist, wo wir eigentlich hin wollten. Genau, deswegen wollten wir gleich noch bei ein paar anderen Campingplätzen fragen, ob die noch Platz haben. Wir sind nämlich hier nicht so zufrieden leider. Und genau, es soll ja auch ein schöner Urlaub werden. Ja. Okay. Wie gefällt's dir hier? Wie gefällt's dir hier? Hm? Kleiner Stinker. So, jetzt brauche ich noch mein Ladekabel. Dickerle, ich brauche noch mein Ladekabel. Hm? So. Weg zum Wickeln. Wichtig, kein Rückenwind, nichts. Guckst du, da kommst du da unten. Alter, Sauluxrot. Einfach rüber gucken. Guck mal, sie kann nicht mehr spielen. Ja, meinst du, das süß? Dementsprechend sind wir jetzt auf einen anderen Campingplatz. Und ich habe jetzt gerade die Kleine gewickelt. Noch auf dem Wickeltisch. Und jetzt gehen wir zum Wohnwagen. Wir müssen noch unser Vorzelt aufbauen. Schwester sind hier auch mit. Und wir haben hier so eine richtig coole Babybadewanne. Habt ihr die schon gesehen? Mehrere hat die euch schon gezeigt. Die ist richtig cool. Und die Kleine schön baden nachher. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder ab zum Wohnwagen. Und das Vorzelt noch aufbauen und so. Ja.
Kleine Maus. Baby. Oh.